meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło in Berlin begrüßen darf zu ihrem Antrittsbesuch. Wir sind uns schon bei zwei europäischen Räten begegnet, kennen uns also ein wenig, aber heute ist die Ministerpräsidentin der Herbst in Berlin willkommen. Wir haben ein besonderes Jahr für die deutsch-polnischen Beziehungen. Das ist das 25. Jahr des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages und seiner Unterzeichnung. Die Präsidenten werden das am 17. Juni auch feierlich begehen für Bundespräsident Gauck und Präsident Buzek. Und wir werden in diesem Jahr aber auch auf Anlass des Jubiläums unsere Regierungskonsultation fortsetzen, in der gesamten Breite unserer intensiven Beziehungen auch weiterarbeiten. So haben wir es heute einvernehmlich verabredet und haben auch gesagt, dass wir angehende Präsidenten von wirtschaftlichen Themen über die Fragen des Jugendaustauschs und die Wirtschaft Zur Frau kann man aus der Hütte stehen, sonst ist es nicht so klein. Über zum Beispiel die Situation der polnischen Community in Deutschland, die Außenministerin hat sich verabredet, dass es eine spezielle Tagung geben wird, wo diejenigen mit polnischen Wurzeln, die in Deutschland leben, auch zu Wort kommen. Und wir werden analysieren, ob es hier gerade im Blick auf die Sprachausbildung, im Blick auf die Sprachausbildungsmöglichkeiten und Verbesserungen gibt, genauso wie wir begrüßen, dass natürlich auch im Sinne des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages die Situation der polnischen Minderheit in Polen sehr verfestigt hat und die Rechte dort auch klar definiert sind. Wir haben neben der Vereinbarung, die deutsch-polnische Regierungskonstellation fortzusetzen, natürlich auch über alle anderen Themen gesprochen. Natürlicherweise in diesen Tagen, insbesondere auch die Vorbereitung des Europäischen Rates. Hier hat die Frage eine besondere Rolle gespielt, wie steht es mit Großbritannien und den Wünschen des britischen Premierministers, genauso wie natürlich das Thema Migration. Zum Thema Großbritannien sind wir beide übereinstimmend der Meinung, dass wir alles tun wollen, um Großbritannien einen Verbleib in der Europäischen Union zu ermöglichen. Wir sind der Überzeugung, dass aus deutscher Perspektive, genauso aus polnischer Perspektive natürlich, ein Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union wünschenswert ist. Insofern werden wir bei Beibehaltung aller Prinzipien, die die Europäische Union auszeichnen, wie zum Beispiel das Prinzip der Freizügigkeit, natürlich alles tun, um in Großbritannien mit David Cameron einen Kompromiss zu finden. Im Bereich der Migrationsagenda und der Frage der Herausforderung der Migration sind wir uns einig, dass es sich um eines der größten Herausforderungen der Europäischen Union handelt. Und dass wir als Europäische Union auch eine humanitäre Verantwortung haben. Genauso wie Deutschland hat auch Polen an der Londoner Konferenz teilgenommen, hat dort auch im Sinne der Bekämpfung der Fluchtursachen seinen Beitrag geleistet. Und die polnische Ministerpräsidentin hat einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gerne aufnehme, nämlich dass Deutschland und Polen gemeinsam ein Projekt in der Nachbarschaft Syrien, in Jordanien, im Libanon oder in der Türkei betreibt, zum Beispiel den Bau eines Krankenhauses oder einer Schule. Diesen Vorschlag habe ich sehr gerne aufgenommen. Wir sind uns auch einig, dass wir Mittel und Wege finden müssen, dass die Außengrenzen geschützt werden müssen und dass wir das nicht sozusagen unabhängig von einem oder einem anderen europäischen Mitgliedstaat machen können, sondern wenn es um den Schutz der Außengrenzen geht, natürlich auch Griechenland immer mit eingezogen werden muss. Und wie wir diese Herausforderung insgesamt bewältigen, da bin ich auch sehr froh, dass wir vollkommen einig sind, dass die EU zum Teil Migrationsagenda von den Freien unterstützt wird und dass wir einen Weg gehen könnten, um die Außengrenze zu sichern. Noch ist uns das aber leider nicht gelungen. Ich freue mich auch, dass Polen bereit ist, im Rahmen der 160.000, die umgesiedelt werden sollen, seine Verantwortung wahrzunehmen. Und bezüglich der Weiterentwicklung von Dublin und der Zukunft werden wir natürlich noch einige offene Fragen zu klären haben. Wir haben dann über die gesprochen, darüber, dass Warschau Gastgeber sein muss, den nächsten NATO betrifft, dass Deutschland voll umfänglich zu seinen Verpflichtungen steht, die auf dem letzten NATO-Gipfel auch vereinbart worden waren. Und wir haben auch über Nord Stream gesprochen, genauso wie
über die Fragen, die damit verbunden sind, wie wir eine Energieunion miteinander aufbauen können. Hier wird es sicherlich auch noch weitere Gesprächsbedarf geben. Insgesamt möchte ich sagen, dass ich freue, dass wir in einen engen bilateralen Kontakt eingetreten sind. Ich glaube, die Atmosphäre zeigt, dass wir in der Lage sind, sowohl gemeinsamer, aber zum Teil auch Themen zu besprechen, an denen wir noch weiter arbeiten müssen. Offene Zusammenarbeit und auch eine Arbeit zusammen hier in der Gemeinde. Przyjęcie tej wersji nie za bardzo dobrze rozmawia. To jest rzeczywiście moja pierwsza wizyta w Berlinie jako wielokrotnego rządu po konstytuowaniu się nowego rządu w Polsce. Bardzo dobre rozmowy. Myślę, że to wszystko do naszych bardzo dużo lat w przyszłości. Omówiło się rzeczywiście, tak jak mówiła pani kanclerz, te kwestie, które są w tej chwili najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale też widzenia Polski i Niemiec. Niemcy są bardzo ważnym sąsiadem Polski, bardzo ważnym partnerem Polski, nie tylko jeśli chodzi o kwestie związane z pracą gospodarczą, ale najważniejszy partner, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale również jeżeli chodzi o kwestie polityczne. W 10-lecie traktatu wzajemnego, dobrego, dobrych relacji z tym związani są najlepszym dowodem, że droga, którą razem podążamy, jest dobrą drogą dla polskiego dialogu niemieckiego i tę współpracę i te dobre relacje chcemy robić, jak widzimy, jeszcze pogłębić. Mamy bardzo wiele wspólnych tematów do realizacji. Są też kwestie, które musimy jeszcze oczywiście dyskutować. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy realnie dążyli do umacniania Unii Europejskiej, do budowania silnej Unii Europejskiej. Dla Polski jest ważne, ażeby ta Unia Europejska się rozwijała, a żeby zarówno Niemcy, jak i Polska były ważnymi podmiotami Unii Europejskiej, które dbają o to, żeby Unia się rozwijała, ażebyśmy pokonywali kolejne trudności i to zrobiło przez naszych poprzedników wspólnie podążali. To jest bardzo ważne, bo tych dni przed nami są niezwykle istotne wyzwania. Rozmawialiśmy o kwestii dotyczącej w tej chwili tej najważniejszej, która przed nami w przyszłym tygodniu stanie na szczycie Unii Europejskiej, dotyczącą właśnie relacji Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej. Nasza wspólna stanowisko jest takie, że musimy zrobić wszystko, żeby ta Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Dla Polski istotne jest to, żeby te propozycje brytyjskie, które zostały wdrożone, które dla nas w dużej mierze są zaakceptowania i jednocześnie uwzględniamy też specyfikę polskich warunków, tego, że polscy pracownicy dużo pracują w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj chcemy też zadbać o to, żeby ich prawa zostały w tym roku zabezpieczone. Jeżeli chodzi o kwestię migracji, Polska aktywnie włączyła się w realizację tych wszystkich postanowień, które dotyczą zabezpieczenia wewnętrznych granic Unii Europejskiej, rozwiązania problemu migrantów poza Unią Europejską. Chcemy być aktywni, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną. Stąd mój rząd podjął decyzję, że będziemy aktywnie uczestniczyć w pomocy Syrii, to znaczy w środki finansowe, które było wymienione na konferencji. Podkreśliła to, że tutaj Polska wizerunek się tak samo aktywnie migrantem, jak w Niemcy. Ja rzeczywiście zaproponowałam na migrantę, żebyśmy wspólnie Polska, Niemcy, projekt komunitarny podjęli. Pani kanclerz zgodziła się na to. Myślę, że to będzie dobry drogi na naszą dobrą współpracę, ale też taki symbol, że chcemy pokazać w Unii Europejskiej, że to jest droga, którą państwa Unii Europejskiej powinny podążać. Rozwiązujemy ten trudny temat. Kwestie dotyczące naszych wzajemnych stosunków. To jest oczywiście bardzo ważna sprawa. Będziemy rozmawiać w trakcie spotkania rządów z okazji rocznicy traktatu. Myślę, że będą dobre rozmowy. Ja bardzo cieszę się, że tutaj również podjęta
kwestia omówienia spraw Polaków mieszkających tutaj w Niemczech, bo to jest oczywiście bardzo ważne dla naszych wspólnych relacji. Pozwoliłam sobie zaprosić panią profesorę Polski, która również Beginnen wir mit der Frage eines polnischen Journalisten. Dwa pierwsze pytania ze strony polskich dziennikarzy. Pierwsze pytanie zada polska agencja prasowa, Polish Press Agency, please. Pan Dajmac, polska agencja prasowa. Chciałbym zapytać w kontekście przyszłotygodniowego szczytu unijnego o jego bardzo istotne punkty. Porozumienie, projekt porozumienia w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i kryzysu migracyjnego. Jestem naprawdę pozytywnie, więc na najbliższych spotkaniach w Unii państwa członkowskie złożyły deklarację dotyczącą kontyngentów uchodźców. Chciałam się tutaj, czy tutaj udało się coś ustalić. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przyszłotygodniowym szczytem, to będą miały dwa najważniejsze tematy, tak jak pani redaktor wspomniała, to jest kwestia dotycząca Wielkiej Brytanii. Myślę, że tutaj nasze stanowisko jest w sprawie wypowiedzi zwierzę. Dla Polski ważne jest to, tak samo jak dla Niemiec, żeby Wielka Brytania została członkiem Unii Europejskiej i wszystkie kraje Unii Europejskiej w tej chwili podejmują ten wysiłek, żeby to sprostać, żeby David Cameron miał argumenty, które przekonają do tego, że bycie, pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej jest wielką wartością. Staramy się oczywiście tutaj wypracować ten konsensus. Natomiast dla Polski, tak jak już wcześniej wspomniałam, ważna jest kwestia zabezpieczenia pracowników w Brytanii. I te kwestie będziemy jeszcze podnosili. Jeżeli chodzi o kwestie związane z migrantami, jesteśmy za tym, ażeby aktywnie uczestniczyć w zabezpieczaniu zewnętrznych krajów Unii Europejskiej, aby mieć pomoc humanitarną, tak jak mówiłam. Chcemy, ażeby porozumienie między Turcją a Unią Europejską zostało uprawnione i żeby ta deklaracja została ustawiona w szczycie podjęta, prowadziła również do problemu. Uznajemy oczywiście tę sprawę, że temat nie jest łatwy, że będzie jeszcze wiele na ten temat dyskusji. Dla Polski stały mechanizm rozlokowania migrantów nie jest zaakceptowany. Myślę, że będziemy jeszcze prowadzić oczywiście na ten temat dyskusję i chcę też powiedzieć, że Polska chce być aktywnym państwem w rozwiązywaniu migracji europejskiej dla całej europejskiej wspólnoty naszej przedstawicieli. Das noch mal klarzustellen, es gibt hier keine neuen deutschen Vorschläge, sondern es gibt die EU-freie Migrationsagenda, die wird Schritt für Schritt umgesetzt. Und es gibt darüber hinaus eine Gruppe von Ländern, die gesagt hat, wenn die 3 Milliarden Euro, die wir für die Verbesserung der Lage der Flüchtlinge in der Türkei gegeben haben, wo Polen sich beteiligt, in Deutschland sich beteiligt, die Europäische Kommission sich beteiligt, alle Mitgliedstaaten, wenn das nicht ausreicht und die Türkei die Wunsch hat, im Gegenzug zur Begrenzung oder zur weitgehenden Vermeidung der illegalen Migration, da sind wir noch, wir haben heute noch sehr viel illegale Migration in der Ägäis. Aber wenn die einmal gestoppt sein sollte, im Gegenzug sich Länder freiwillig bereit erklären können, noch ein bestimmtes Kontingent aufzunehmen, das hat aber nichts mit einem permanenten Verteidigungsmechanismus zu tun, sondern das ist eine Gruppe von Ländern, die sich das vorstellen kann. Aber auch da sagen wir, erst müssen wir sicher sein, dass die illegale Migration gestoppt werden muss. Darüber werden wir mit dem griechischen Ministerpräsidenten auch in der nächsten Woche noch einmal sprechen, mit einigen Ländern, aber Polen und Deutschland stehen zu der EU-Migrationsagenda, die nicht verabschiedet wurde, und nicht auch nicht mehr. Herr Sator, BPA. Christoph Sator von der Deutschen Versandtschaft BPA. Herr Ministerpräsident von Eckel, Sie haben es ja eben gesagt, es bemüht sich in der EU ja gerade um eine Koalition der wenigen von Ländern, die in der Flüchtlingspolitik eben mehr machen als andere. Sie werden heute mit der recht harten Einschätzung zitiert, die Lage in Deutschland sei durch die Flüchtlingskrise außer Kontrolle geraten.
Wenn das wirklich so ist, wären Sie denn bereit, Deutschland zu helfen und in dieser Koalition der Linken dabei zu sein? Und Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie die Frage, wie wichtig ist denn für Sie in diesem Bereich polnische Unterstützung? Und welche EU-Partner werden denn nächste Woche bei diesem Mini-Gipfel in Brüssel, bei dem diese Koalition möglicherweise aus dem Kauf gehoben wird, welche Länder werden dann erreicht? Polska już cały czas aktywnie uczestniczy w tej koalicji państw europejskich, które łączyły się w rozwiązaniu problemu migracyjnego. My jesteśmy aktywnym członkiem, jeżeli chodzi o podejmowanie wszystkich działań, które są związane właśnie z niesieniem pomocy humanitarnej. Jesteśmy za tym, ażeby ta porozumienia się zostały podjęte z Turcją, które również podjęła Polska, które realizowane. Podjąć to, że dołączyliśmy do państw donorów na rzecz Syrii i nasze uczestnictwo w konferencji londyńskiej, przekazanie środków finansowych na pomoc Syrii. To jest najlepszy dowód na to, że obecny rząd polski chce być aktywnym w rozwiązywaniu problemów migrantów, który nie jest łatwy. W mojej ocenie musimy być wszyscy tutaj solidarni, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I Unia Europejska powinna szukać takich rozwiązań, które będą wszystkie państwa Unii Europejskiej jednoczyły do tego siebie. Musimy szukać rozwiązań, które będą skuteczne, ponieważ rzeczywiście w mojej ocenie dotychczasowe decyzje, które były podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, nie okazały się na tyle skutecznie, jakbyśmy problem mieli rozwiązany. Więc to jest w tej chwili rola polityków, byśmy takich skutecznych rozwiązań szukali. Jak to powinno przebiegać? Siadamy do stołu i rozmawiamy cały czas, ta rozmowa jest dobra. I myślę, że na najbliższych miesiącach uda nam się znaleźć takie porozumienie. Cała Unia Europejska powinna szukać porozumienia i mówienia głosem, było myślę, żeby kwestia migrantów podzieliła Unię Europejską. Nikt tego nie chce, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że sytuacja jest poważna i że ten kryzys, który jest przed nami, jest kryzysem, który musimy spodziewać. Und ich glaube, wenn die Einschätzung ja besser lassen, so ist, dass diese Frage der Flüchtlinge auch eine große, vielleicht eine der größten Herausforderungen für die Europäische Union ist, so glaube ich auch, dass wir dies gemeinsam lösen müssen. Ich glaube auch, dass wir dies nach 6 oder 7 Monaten sagen, dass das gescheitert oder nicht gescheitert. Wir wissen beide im Hinblick auf der Geschichte, dass manche Aufgaben sehr, sehr lange dauern können. Wir haben die wunderbare Erfahrung der deutschen Einheit gemacht, wir haben die für den Datenschutz geholfen hat. Und viele haben damals auch nicht daran geglaubt, dass man etwas lösen kann und trotzdem ist es so. Was jetzt das Treffen angeht, wir hatten vor dem letzten Europäischen Ratswerk bereits ein solches Treffen, also da wird nichts Neues aus der Taufe gehoben, sondern da treffen wir uns wieder in der österreichischen Botschaft mit dem türkischen Ministerpräsidenten. Wir machen einen Status, wo stehen wir bei der Umsetzung der EU-Türkei-Agenda. Da sind die gesamte Palette der Fragen auch die klappt mit der Sicherung der Ausgrenzung, die klappt mit der Bekämpfung der Schmuggler. Haben wir jetzt schon Projekte für die Umsetzung der 3 Milliarden? Können wir uns schon überlegen, würden wir solche Kontinente aufbauen, wenn die illegale Migration einmal gestoppt sein würde? Aber die ist ja nicht gestoppt. Also alle diese Vorarbeiten, die können jetzt für uns viele Einzelfragen noch zu klären. Wie können die Frontex und die türkische Küstenwache zusammenarbeiten? Solche Fragen besprechen wir dort und das ist die gleiche vor dem letzten Rat und vor dem Rat davor übrigens auch bei Jean-Claude Juncker, glaube ich, war das getroffen hatte. Und wir werden dann ganz transparent berichten, allen 28 Mitgliedstaaten, wo stehen wir und Ihnen natürlich auch. Polish National TV, Telewizja Polska. Dzień dobry, moi drodzy, Stefan Filipa. Ja mam pytanie do pani premier i pani kanclerz. Jednym z tematów dzisiejszego dnia jest podpisanie traktatu o współpracy i sąsiedztwie. W związku z tym chciałam zapytać, czy są jakieś tematy trudne, na które trzeba jeszcze popracować, jak układa się ta współpraca, również w kontekście tematów mieszkaniowych.
Haltung, dass die Freude überwiegt, dass wir 25 Jahre gute Beziehungen zurückblicken können, aber dass wir natürlich immer wieder auch überlegen müssen, wie kommen wir voran. Ein Wunsch von der polnischen Seite ist, dass die Belange der hier in Deutschland lebenden Menschen mit polnischer Abstammung, der Polen oder zum Teil vielleicht auch die, die schon die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dass diese Belange berücksichtigt werden. Dazu haben die beiden Außenminister bereits vereinbart, eine Tagung durchzuführen. Wenn wir daraus Lehren ziehen können, dann wäre wir viel. Ich habe jetzt verstanden, dass es vor allen Dingen auch um die Möglichkeit geht, die polnische Sprache zu erlernen. Und wir werden dann gucken, da waren wir uns auch einig, wo können wir eigentlich vielleicht im Bereich Wissenschaft, wo können wir im Bereich Technologie, wo können wir im Bereich Wettbewerbsfähigkeit noch enger zusammenarbeiten. Der Erfolg Europas wird sich ganz wesentlich an zwei Fragen entscheiden. Fühlen sich die Menschen sicher in Europa? Dazu gehören unsere außenpolitischen sicherheitspolitischen Anstrengungen für Deutschland und Polen auch in der NATO. Und haben sie einen guten Wohlstand? Geht es voran? Geht es vielleicht meinen Kindern besser als mir heute? Da hängen Arbeitsplätze davon ab, die Entwicklung ab, da hängt die wirtschaftliche Zusammenarbeit davon ab. Und das wird auch diese Konsultationen bestimmen. Trotzdem ist es vor der Geschichte auch immer ein Stück eines kleinen Wunders, dass wir nach schweren Zeiten der Geschichte heute gut zusammenarbeiten. Wir waren uns ganz bewusst in unserem Gespräch, dass wir dieses Glück, das wir heute in der heutigen Generation haben, einfach auch wünschen und pflegen und weiterführen. Insofern war es ein, ja, wichtiges Thema.